Herzlich willkommen zurück zu Winkelche. Oh Mann, der kleine Shop natürlich. Schön, dass ihr da wart. Wir haben alles aufgefüllt. Sehr schön. Haben noch ein bisschen Geld zumindest, um unsere Angestellten zu bezahlen. Ja, es kamen neuere Waren dazu. Unter anderem Marmelade. Da muss man natürlich wieder einkaufen. Da ist natürlich wieder Geld weg. Ja, mittlerweile muss ich aber feststellen, ist das so ein kleines Grind-Spiel. Würde ich sagen, eigentlich geht es nur noch darum, zig Tage lang Sachen verkaufen, Bestellungen machen, das was überbleibt ansparen, bis man mal wieder zwei Wände bauen kann. Dann wieder ansparen, bis man Deko kaufen kann. Okay, so geht's wohl weiter. Endet ein bisschen im Gegrinde, aber ich wollte jetzt mal kurz was gucken. Und zwar hier in den Wegbänken. Die haben jetzt wohl alle freigeschaltet. Ob man die auch draußen hinstellen kann, das wollte ich wissen. Nein, kann man nicht. Nur innen erlaubt. Nur innen erlaubt wahrscheinlich alle, ne? Nur innen erlaubt, okay. Und damit könnte man das Ganze noch ein bisschen optimieren, indem man nur Zutaten kauft und dann die halt die teureren Sachen selber herstellt. Aber dafür braucht man erstmal Platz und das heißt wieder grinden. Wir machen den Laden jetzt erstmal auf. Erntetag. Das Getreide wurde geerntet. Und deswegen sind eine Menge Lebensmittel günstiger. Kunden kommen, um frisches Brot zu kaufen. Ja, den kauft man alles da und wir kriegen hoffentlich günstige Lebensmittel. Und wir haben ja mittlerweile auch hier schon eine ganze Ecke im Lager, ne? Also so ist es nicht. Sehr schön, sehr schön. Ich finde es auch schade, dass eigentlich das Licht nur Deko ist. Sobald der Laden auf ist, ist das Licht aus. Erst wenn der Laden zu ist, das Licht wieder an. Das ist ein bisschen schade. Und ich finde es auch ein bisschen schade, dass Bilder nur feste Positionen haben. Allgemein Wandsachen. Man kann es nicht ganz so einrichten, wie ich es gerne hätte. Aber das Spiel hat Potenzial. Ich hoffe, dass in Zukunft durch Updates noch viel gemacht wird. Oh, das wie wir sehen, im Moment sind alle nur am Gucken hier. Sehr schön, hier glaube ich wieder drin. Yep. So, der gute Händler ist da. Sehr schön, den gucken wir mal. Was hat er denn so schönes? Irgendwas, was wir noch nicht haben? Oh, die schocken auf jeden Fall nicht. Sprockelt das alles nicht. Er hat legendäre Hustenmittel, aber auch sehr, sehr teuer. Aber wir machen trotzdem noch Profit, ne? Können wir uns davon den 5 leisten? Oh, gerade ebenso, aber Marmelade, gut, Marmelade bräuchte man eigentlich auch rein. Ja, gut, gut, gut. Jetzt kommt ja der garantiert nochmal ein zweiter Händler. Klamotten haben wir aber, mein Freund. Käse auch, jetzt muss man wieder alles nicht voll, ne? Den machen wir so. Oh, er hat gerade gekriegt. Gut, Stiefel gibt es selbstverständlich auch nochmal. Gut, da sind doch jetzt die Moneten. Sehr schön. Ich glaube, ich muss die Dorme mal unterstützen, du. Hier ist so alles leer, du. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, du willst alle raunen? Die haben wir doch auch. Wunderbar. Hm? Ja, sie wollte gerade reinfüllen. Okay. Sollst dich hauptsächlich da hinten drum kümmern. Hier ist mein Bereich. Das hier ist Chefbereich. Dessen ist es auch so chaotisch. Chef hält nie Ordnung. Zumindest nicht im Spiel. Was ist denn das? Das habe ich aber nicht gegeben zu kaufen. Eine Schönheitscreme. Ach doch, die haben wir, die haben wir. Bitte, bitte. Ja, die hast du auch wieder nötig mit deinem Zipfelhut, da, du. Gut. Zack. Die kommt ja echt nicht hinterher, du. Aber gut, das gab gute Moneten. Also, da kann man sich auch nicht beschweren. Er will nochmal Stiefel. Die kriegst du, mein Freund. Die kriegst du. Bitte, bitte. Ansonsten alles aufgefüllt. Alles da. Jo, sie macht auch Feierabend. Sehr schön. Immerhin 493 gewinnen, ne? Ich check nochmal kurz die Regale nach, bevor wir hier, ja, bestellen gehen. Genau. Sehr schön, sehr schön. Hemden, ja, Hemden brauchen wir auf jeden Fall. Zack, zock. Holzbotten haben wir noch 4. Nehmen wir einen mit. Höschen brauchen wir auch noch eine. Schuhe. Die haben wir noch voll. Handschuhe. Da machen wir einen. Genau. Tunika. Tunika haben wir noch genug. Tunika haben wir auf jeden Fall noch genug. Stiefel brauchen wir 2. Holz. Holz passt noch. Wolle müssen auch noch. Jo. Eisen passt noch. Leinen passt definitiv auch noch. Torf brauchen wir einen. Leider. Leder Post noch, Seide brauchen wir auch ein. Stoll passt. Kamelle, das haben wir in aller Runde, brauchen wir auf jeden Fall 2. Sollboy brauchen wir auch eine. Getreide haben wir auf dem Feld, Kartoffeln auch. Kies und Ebbel, das ist wichtig. Und die Schocken haben wir. Bleusch, das Post, oder? Ne, passt nicht.
Zur Suppe. Suppe haben wir noch genau 5, das passt. Braut. Haben wir nur noch 3. Braut ging gut weg. Dann haben wir 2 mit. Gemüse-Eintopf haben wir auch nur noch 4. Genau wie wir noch ein Quietsche brauchen. Wir brauchen auch noch einen Fleisch-Eintopf. Das wird ja schon wieder teuer, du. Und Marmelade wurde auch eine verkauft. So, die Säume brauchen wir jetzt nicht. Nägel. Brauchen wir einen. Hufeisen brauchen wir auch einen. Tinks haben wir noch. Hammer auch noch. Mistgabeln passt noch. Messer. Ja, Messer passen auch noch. Äxte passen noch. Und Dreck, da brauchen wir definitiv 3 Stück. Schlafmittel, da brauchen wir einen. Schmerzsäube, brauchen wir auch 2. Liebesdreck, brauchen wir auch 2. So, Hustemittel, da haben wir genug. Jungsdrang haben wir genug. Schönheitscreme, brauchen wir auch eine. Ja, okay. Okay, und schon ist das Geld wieder weg. Das morgen nicht mit dem Grinden. Man kommt voran, ja, aber halt sehr, sehr, sehr langsam. Ich meine, das ist ein schönes Spiel. Es ist auch schön entspannt. Da kann man sich eigentlich gar nicht beschweren. Mit dem Preis, den es kostet, ist es das auch wert. Also da kann man sich auch nicht beschweren. Boah, wen haben wir noch genug? Es ist immer was für zwischendurch, ne? Um die Füße hochzulegen, so ein Kram. Aber definitiv, zumindest für meinen Geschmack. Wir haben keine Kartoffeln mehr. Nein. Nichts, was man auf Dauer spielen könnte. Da braucht man auch zwischendurch mal ein bisschen Abwechslung. So, jetzt haben wir wieder Kartoffeln. Komm, Mille, die müssen wir auch mal enden. Sehr schön, da kommt natürlich auch die Epische mit drin. So, wie sieht's denn aus mit den Bohnen? Die müssen wir auch enden. Zack, zock. Zum Glück haben wir genug Platz im Lager, du. Spargel, die haben wir definitiv noch genug. Blumenkohl passt auch noch. Die Blaubeeren, die passen und der passt definitiv auch noch. Sehr schön. So, bevor wir jetzt... Das hier geht auch noch auf den Senkel, ne? Das ist das hier, weil... Ich meine, ich kann das auch noch nicht alles freikaufen hier, du. So viel Geld habe ich nicht. Das sind ja neue Wände und sowas. Was ich jetzt aber noch gut gehen wollte. Hier, ich glaube, sie hat ein Level ab. Bin mir noch nicht so sicher. Jo. Gleich hochdrehen, auch wenn es nicht nötig tut. Aber ich will nicht, dass sie unglücklich wird. Geschwindigkeit ist immerhin schon mal auf 8,48. Sie trägt ja schon 10 Sachen auf einmal. Es ist geht, ne? Es geht. Machen wir gleich auf die Hütte. Hoffen wir mal, dass wir jetzt mal ein bisschen mehr verdienen. Dadurch, dass man halt zwischendurch da die legendären epischen Sachen kauft, gibt man halt auch eine Menge Geld wieder aus. Aber nur so verdient man auch richtig Geld. Das geht ja nicht anders. Schade, dass mein Werkbänker so nicht draußen hinstellen kann. Hier drin haben wir überhaupt keinen Platz, Mitch. Jut, jut, jut. Kriegt sie es hin? Kriegt sie es nicht hin? Wie wir es sehen. Ich lasse sie jetzt erstmal. Warum? Oh, anscheinend nicht. Hier, Lavendel, Christo, Haferbrei haben wir auch. Haben wir alles da. Blub, 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 blub. Sie füllt ja auch schon wieder nach. So ist es nicht. Hier, Rinder. Hier können wir nochmal nachzählen. Oha. Ja, sie schafft es nicht. Ich muss tatsächlich... Oha. Ich muss tatsächlich... mitmachen. Gut. Den googeln wir erstmal. Oh, die Schocken, das sowieso nicht. Äxte haben wir auch noch genug. Blaubeeren haben wir genug. Ja, 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 ja. Braut, Braut. Wir haben nur noch ein Braut. Echt jetzt? Oh, mal 4 mit. So, Kamillesamen, Handschuhe. Was sind noch? Eisen passt auch noch. Lavende sowieso. Lederpost noch. Araune noch. Nägel passt. Oh, Tanks passen zwar auch noch, aber das sind legendäre und die sind günstig. Die müssen wir mitnehmen. Hat nicht mehr. Okay. Soll bei Pass noch. Torf, alles to die Würde. Gemüse super Sau noch. Und das wollen wir nicht. Gut. Juhu, Braut, bitte sehr. Ich muss hier mal einmal mit. Die kommt ja auch nicht mehr hinterher. Du hier, das geht so nicht. Das. So, da musste ich mal jetzt mit der Hand anlegen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe Braut doch gerade reingelegt, Mensch. Was kaufen die denn für Braut heute? Jetzt haben wir kein Brot mehr. Ich habe gerade 4 Brot gekauft, Mann. Was? Echt jetzt? Wir haben kein Brot mehr. Tut mir leid. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Oh, hier liegt das Brot nochmal. Ja, alles leer.
Gut, 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 gut. Wir haben immer noch kein Brot mehr. Das tut mir ja leid, aber wir hatten so viel Brot und jetzt... Naja, Geld gibt's auf jeden Fall. Tom, wieder Brot. Alter, alle brotsüchtig geworden hier. Stiefel haben wir zumindest. Sehr schön. Sie kam auch nicht mehr näher. So wie sie das Brot hier weggefuttert haben, da kommen sie gar nicht mehr mit. So, füllt sie denn alles auf? Weil ich glaube, mehr Kunden haben wir nicht. Nein. Da fehlt auch noch was. Wow. Waren hier drin? Brot. Und hier? War auch Brot drin. Hat er zweimal Brot im Regal? Echt jetzt? Das geht so aber nicht. Warte mal. Nehmen wir das mal raus. Brot gehört da drin. Und den nehmen wir hier. Einmal die Marmelade raus. Das hat er nicht gesehen. Dann kommt hier nämlich die Marmelade rein. Definitiv. So, da kommt denn das Brot rein. Ich brauche kein zweimal Brot. Handschuhe auch alle, oder was? Sieht fast aus, ne? So, aber was dann packen wir hier erstmal die Stiefel mit rein, würde ich sagen. Die haben wir nämlich definitiv noch nirgendwo drin. Das weiß ich. Ja, Handschuhe liegen drin. Okay. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ansonsten ist alles voll. Wir brauchen auf jeden Fall Brot. Okay, war aber auch ein sehr guter Verdienst. Also da kann man sich nicht beschweren. Hemden brauchen wir auch ein. Holzschuhe. Ja, gut, machen wir auch ein. Hose, die haben wir noch voll. Schuhe, davon brauchen wir auch zwei. Oder? Ja. Obwohl er mir da nur 5 anzeigt, das ist schon irgendwie ein bisschen merkwürdig. Mann, nee, da habe ich mich jetzt geguckt. Nee, passt schon. So, Handschuhe. Ich habe es mal Handschuhe verwechselt. Handschuhe brauchen wir. Tunika haben wir noch genug. Stiefel haben wir nur noch 3. Die nehmen wir noch mit. Holz, da brauchen wir jetzt auch mal wieder ein, nach langer Zeit. Wolle passt noch. Eisen passt ebenfalls noch. Leinen passt noch. Leder. Leder brauchen wir 2. Säude brauchen wir auch ein. Stahl haben wir noch. Kamille, das sowieso. Alraune ist mal voll. Okay. Die Treude also fehlt. Käse noch voll. Äpfel noch voll. Ah, die Schocken auch fehlt. Fleisch ist auch mal voll. So, Gemüse ist super. Haben wir jetzt nur noch Zeuge, nehmen wir mal. Hier. So, 2 mit. Haferbräu. Da brauchen wir definitiv auch noch 3. Brot. Ja, nehmen wir mal 5 Stück mit. Gemüse und Topf brauchen wir 1. Quietsche brauchen wir 2. Fleisch ein Topf. Okay, Marmelade ging auch gut weg. So, die Kartoffeln sind nicht. Nägel. Nägel haben wir gut. Hufeisen passt auch noch. Ting passt definitiv. Hämmer sind noch gut. Mistkabel passt noch. Messer auch. Axt sowieso. Heutrank brauchen wir noch ein. Schlafmittel passt. Schmerzsäube passt nicht, ne? Doch, passt. Liebestrank ist voll. Sehr schön. Hustemittel passt sowieso. Verjüngungstrank passt. Und die gute Schönheitscreme passt auch. Aber das ist schon ein übelst teurer Einkauf. Aber ist zumindest alles da. Brot kommt gleich ins Regal. Sehr schön. Dem, dem. So, kurz nach Feldenku gehen. Wie sieht's denn aus mit Lavendel? Das passt eigentlich noch. Die sowieso. Kartoffeln können wir nur gießen. Kamille können wir auch nur gießen. Genau wie die Bohnen. Spargel passt noch. Blumenkohl passt ebenfalls. Blaubeeren, die passen auch noch. Das ist auch sehr schön. Gut, den machen wir gleich mal wieder auf. Aber da sieht man es mal, das zieht sich jetzt elendig, ne? Schulden zwar bezahlt, man braucht jetzt keine Angst mehr haben, pleite zu gehen. Aber um an Geld zu kommen, um alles zu dekorieren, wieso steht denn der so schief? Kann ich das so umstellen? Ne, es geht nur, wenn ein Land zu ist. Gut. Muss man halt ein bisschen Geld sammeln. Was, glaube ich, wenn du wirklich einen riesen Laden haben willst, die ganze Fläche hier vollbauen willst, Ewigkeiten dauern. Wie gesagt, das ist immer was zwischendurch, wenn man Zeit hat. Nebenbei vielleicht bei der Arbeit oder so. Dann passt das schon. Jo, ich komme, mein Freund. Ich komme. Hast du was Brauchbares? Wir gucken.
Ebel, haben wir schon wieder einen verkauft. Die brauchen wir nicht. Schönheitscreme brauchst noch. Braut, nehmen wir gleich wieder einen mit. Holzbocken passt noch, oder? Ja, ja, Getreide haben wir noch genug. Lavendel, Alraunen, das passt alles noch. Epischer Fleischeintopf, den würde ich schon gerne mal mitnehmen. So, Solbei passt noch. Säude haben wir noch, ne? Jo. Schlafmittel passt auch noch. Tunika noch. Holz noch. Wolle haben wir noch genug. Und die haben wir noch genug, ne? Gut. Sehr schön. Blub, blub. Wie gesagt, ich muss der Dame ein bisschen an die Arme greifen. Die kommt da wohl nicht mit. Die Stiefel so gehen immer los. Aber, wie man sieht, schafft sie nicht alles auf einmal. Blub. So, die hinten ist wieder da. Die gucken wir nochmal. Oh, Stevie. Stevie haben wir noch voll. Braut, Posano, Camille. Camille Sorm haben wir jetzt legendäre. Wir haben, glaube ich, nur epische drauf. Bin mir da aber nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Ah, gut, gut. Aber die sind auch teuer. Die lassen wir jetzt mal. Holzbutton. Da brauchen wir einen. Handschuhe passt noch. Getreide passt noch. Messer sollte auch noch gehen. Ja, ja. Lavendel passt sowieso. Fleisch passt. Ah, hat ja nur Billigfleisch. Fleischeintopf haben wir definitiv genug. Mistgabeln haben wir genug. Er hat legendäre Schlafmittel, aber auch teuer. Nee, nee, das lassen wir mal. Stahlpass noch. Gemüseeintopf, ja gut. Holz passen noch. Und die passen auch noch. Na, wir brauchen gar nichts von dir, außer die 6 da. Sehr schön, sehr schön. Aber Geld kommt wieder gut drin. Wunderbar, wunderbar. Solange die Kunden nicht allzu lange warten müssen, die warten ja nicht ewig, ne? Arbeitgeber aufgestiegen. Dein Laden zieht mehr Talente an. Das Reus weiß. Bist du herangestellt oder was? Vermutlich, vermutlich. Gut, hier ist alles voll. Jo, noch zumindest. Da schiffelt gerade einer hin. Sie haut ab. What? Nee, 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 du. Feierabend machen vor Ladenschluss. Wo kommen wir denn da hin? Dort sind die richtigen. Echt, Feierabend machen vor Ladenschluss. Echt. Und das bei dem Gehalt, was ich hier zahle. Okay. Das war jetzt nicht so viel Verdienst. Aber es geht, ne? Es geht. Den gucken wir mal. Auch wenn ich glaube, das, was ich beim Händler ausgebe, zieht er schon mit ab. Wir brauchen auf jeden Fall einen davon. Holzbotten haben wir. Hüschen passen nicht ganz. Wir brauchen eine. Schuhe passt. Handschuhe passt ebenfalls. Tunika haben wir noch genug. Stiefel haben wir noch genug. Holz brauchen wir einen. Und Wolle passt. Eisen passt. Leinen auch noch. Torf brauchen wir einen. Leder passt. Säude brauchen wir zwei. So, Stoll haben wir. Kamille, Alraune brauchen wir eine. Und Salbei eine. Getreide passt, Kartoffeln passt, wir brauchen ein Käse und ein Äppel. Juhu, Fleisch passt sowieso, Blumenkohl, Gemüsesoup passt. Haferbrei passt alles, passt. Marmelade haben wir eine verkauft. Die ist echt teuer, ne? Kartoffelsamen. So, Nägel passt. Hufeisen passen auch. Dings sowieso, wir brauchen ein Hämmer. Mistgabel passt. Messer ebenfalls noch, Axt noch, Heiltrank brauchen wir einen. So, Schlafmittel passt noch, Schmerzsäube passt auch noch, Liebestrank brauchen wir zwei. Hustenmittel, da haben wir genug. Verjüngungstrank, das passt noch. Und Schönheitscreme, das passt auch noch. Gut, sind jetzt auch nicht allzu viele Ausgaben. Aber wie man ja sieht, haben wir jetzt 3 Tage gebraucht, um überhaupt mal wieder über 1000 zu kommen. Und damit kriegen wir nicht mal 2 Wandteile gebaut. Das ist schon extrem. So, Lavendel passt. Kartoffel. Naja, passt noch. Haben wir noch 3. Kamille passt auch noch. Isin. Oh, haben wir zum Glück noch genug. Spargel passt aber auch noch. Genau wie die noch passen.
Die, na, haben wir nur noch zwei, ne? Die enden wir mal. Sehr schön. Und geht dann, haben wir auch noch fünf. Passt. Wunderbar. So, dann will ich mal ganz kurz ins Goo gehen. Boah, ihr da. Ich glaube, hier gibt es halt auch Unterschiede, ne? Obwohl, die sind blau, grün. Das ist wie mit den Waren, aber ich sehe jetzt nicht so den Unterschied, ne? Obwohl, die andere war, glaube ich, nur bei 109, so auf Level 1. Ist nur 108, hier 112. Aber die tragen gleich von Anfang an mehr, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Wir haben unsere Rosalinde. Die trägt mittlerweile, also Geschwindigkeit 148, hat sogar fast ein Level ab. Ist top glücklich. Was will man mehr? Wir machen den Laden gleich wieder auf. Shopping Night. Dein Laden ist für einen Tag doppelt so lang geöffnet, aber es kommen mehr als doppelt so viele Kunden wie normalerweise. Ja, das ist doch schön. Und da, wo ist denn da das Aber? Das ist doch gut. Das ist sehr, sehr schön. Den kauft man schön ein. Dann gibt es Money, Money, Money. Das wollen wir haben. Und zwar sehr, sehr gut. Sehr, sehr viel. Obwohl es hier relativ. Oh, den Owen schafft sie schon. Ja, ja, gut. Der Laden ist voll. Der Laden ist voll. Ja, ja. Das werden wir nicht abstreuten. Jo, ich komme, mein Freund, ich komme. Sehr schön. Sie awarded Melon. Na, wer hätte es gedacht? So, einen Moment. Stoll verkaufen. Axt verkaufen. Bohnen haben wir eigentlich, aber hier. So. Ochs haben wir immer noch genug. Ne, ja, ja, das brauchen wir sowieso nicht. Casey. Ja gut, er hat zwar die blauen, aber die sind ja nichts wert. Wir nehmen mal die mit. Hämmer. Haben wir immer noch fünf. Mesa passt auch noch. Er hat legendäres Leder. Ja, das nehmen wir mal mit, obwohl es teuer ist. Ne, wir lassen es. Leinen. Liebestrank. Passt auch noch. Mistgabeln. Haben wir auch noch genug Kartoffeln sowieso. Solboy. Nehmen wir mal. Was ist denn? Gelb? Oder soll das grün sein? Oh, ich weiß es nicht. Wir nehmen mal die. Wir brauchen eh nur einen. Schuhe Prost, Stoll passt, Tunikum ist da auch noch Prosten, jo, Gemüsesoup passt ebenfalls, Holz passt auch noch, so viel brauchen wir ja nicht für ihn. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, sie kommt nicht hinterher, das war zu vermuten. Jo, gut, ich mach ja schon mit, ich mach ja schon mit, ich komm ja schon, ich komm ja schon. Oha, 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 jo. Bitte. Händler ist auch wieder da. Moment, Moment. Ich muss ja hier auch einmal kurz unter die Arme greifen. So, ich bin schon da. Ich bin schon. Alter, der Lord ist aber auch rabbelvoll, du. So, den gucken wir noch einmal kurz bei ihm hier. Stiefel haben wir noch genug. Holzschuhe haben wir auch noch genug. Handschuhe passt auch noch. Aber wir haben auch legendäre Handschuhe, die teuer sind. Die kaufen wir nicht. Leider haben wir. Leinen passt ebenfalls. Schuhe ebenfalls. Seidepost. Höschen brauchen wir zwei. Sehr schön. Tunika passt. Wolle müssen wir auch nicht genug haben. Ja, 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 ja. Ist nicht viel. Aber hier. Messer. So. Jo. Die kommt doch gar nicht hinterher, du. Gut, sie hat sie aufgefüllt. Hier fehlt noch. Sehr schön. Gut, sie ist auf dem Weg dahin. Dann nehmen wir den. Den wir sie auch noch auffüllen. Gut. Also das war jetzt mal ein sehr lukrativer Gewinn. Aber wahrscheinlich auch alles am Waren leer. Gut, alles aufgefüllt. Sieht so aus. Sehr schön. Zumindest sind uns die Waren nicht ausgegangen. Sie macht auch Feierabend. Passt doch. Jo, 507. Hat sich gelohnt. Garantiert gleich alles wieder weg ist. Aber mal gucken. Wir brauchen Hemden nicht. Schuhe passt. Hose passt. Die Brossen ebenfalls. Handschuhe. Alles in Tutti Frutti. Tunika. Haben wir auch noch gut. Stiefel. Da brauchen wir einen. Holz passt noch. Nee, nee, nee. Wir wollen zwei Holz. Oha.
Wollibrest, Eusen, Mast, Leunen brauchen wir auch ein. Torf passt noch. Leder brauchen wir auch ein. Säule, zack. Stoll brauchen wir noch ein. Komm, bist du der, kauft doch keine Kromille, Mensch. Auch ein Lavendel, eine Alraune kannst du eine kaufen. Säuber, brauchen wir auch zwei. Die drei, da haben wir alles auf dem Feld. Genau wie Kartoffeln. Käse passen noch, Äpfel passen noch. Fleisch passen noch, Blumenkohl, Gemüsesuppe. Passt noch? Alles klar. Haferbrei brauchen wir ein. Aber ansonsten, wir brauchen noch einen Gemüse-Eintopf. Bräuquitsche. Sehr schön. So, wir brauchen definitiv keine Säume. Nägel, da brauchen wir einen. So, Hufeisen. Brauchen wir auch zwei. Genau, Tings haben wir noch genug. Hammer, das passt auch noch. Mistgabel ebenfalls. Messer noch. Axt passt auch noch. Heiltränke brauchen wir auf jeden Fall zwei. Schlafmittel, einen. Gut. Schmerzsäube brauchen wir auch eine. Liebestrank brauchen wir ebenfalls einen. Genau wie Hustemittel, Verjüngungstrank. Haben wir fünf. Gut. Und Schönheitscreme brauchen wir auch eine. Jut. So, wir gucken sofort nach den Feldern. Der steht irgendwie nicht ordentlich. Ah, ich habe das Raster ausgemacht, ne? Ah, so geht's aber, so geht's aber. Gut, den gucken wir jetzt einmal nach ihr hier. Das muss sein. Sie wollte ja mal wieder mehr Geld. Loan. Oh. Die werden auch mal teurer hier, du, aber. 153, gut, sie tragen immer ein bisschen mehr und sie werden immer ein bisschen schneller. Aber ehrlich gesagt, wenn viele Kundschaft ist, den muss man wirklich mit Hand anlegen. Aber das ist gar nicht, wie gesagt, das ist ein schönes Spiel für zwischendurch. Für den Preis kann man da absolut nichts verkehrt machen. Haben wir noch genug? Die brauchen wir. Aber es ist heute auch nichts für die Dauer, ne? So, Kartoffeln brauchen wir genauso. Sehr schön, Kamille, die passen noch. Die können wir eh nur gießen. Spargel, passen noch. Blumenkohl, passt ebenfalls. Die können wir nur gießen. Und die, das passt noch. Jut, jut, jut. Abby, den werde ich jetzt erstmal. Natürlich sind wir am Folgenende, aber wir werden dieses Let's Play jetzt auch erstmal beenden, also pausieren. Vielleicht machen wir ja nochmal weiter, wenn ein neues Update kommt oder so. Aber wie ihr selbst gesehen habt, ich könnte jetzt mit dem Geld vielleicht zwei neue Wandstücke kaufen. Vielleicht ein Fenster, da kann man ja mal googeln. Fenster, ja, vielleicht ist es auch umsonst, wenn ich Glück habe. Mal googeln. Ah, man sieht hier, ich kann so nicht drehen, ne? Ich will ja auch nicht nur ein Fenster reinhaben, mehr nicht. Wenn es geht, sieht man so nicht. Warte mal. Ja, gut. Schön ist es nicht. Hier würde kein Fenster passen. Da würde ja das drüber hängen. Aber zumindest das eine. Wie gesagt, ich könnte mir damit vielleicht zwei neue Wandstücke kaufen. Damit wir da den Raum weiter ausbauen können. Und dann müsste man erstmal wieder eine halbe Ewigkeit. So, warte mal. Erstmal. Normale Wand. Und was nehmen wir da für den Fußboden? Da könnte man den nehmen. Das müsste hier dann quasi weitergehen. Der Bereich erstmal, damit wir hier einen Gang machen können für den nächsten Raum. Das geht gar nicht anders. Guck mal, das ist 447. Sind wir schon mal 909. Und dritten können wir schon gar nicht mehr. Gerade eben noch so leisten und dann ist vorbei. Ah, da passt der Boden aber nicht, sehe ich gerade. Warte mal, wir nehmen wir den da, ne? Nein, du sollst ja keine Wand hinmachen. So. Ne, welchen Boden hatten wir denn hier? Den auch nicht. Den da? Auch nicht. Ich war die ganze Zeit der Meinung, wir hatten den. Ja, hatten wir auch. So. Den Weg vor sich, das ganze Geld wieder weg. Denn heute ist erstmal wieder Ewigkeiten sammeln. Bis man die nächsten drei Wandstücke bauen kann. Also kurz gesagt, das ist halt ein Spiel, wo man zwischendurch immer mal wieder reingucken kann. Und nach einem Jahr oder so ist man dann mal fertig. Aber ich mache jetzt erstmal eine Pause. Also wie gesagt,
Es lohnt sich schon für den Preis. Ich glaube, das waren 12,50. Ja, ich glaube, 12,50, 12,80, so eine 3. Hat man schon was geboten. Da habe ich schon, ehrlich gesagt, für wesentlich mehr Geld wesentlich schlechtere Spiele gesehen. Also da kann man sich nicht beschweren. Es ist ein schönes Spiel. Wenn ihr Spaß dran habt, wünsche ich euch natürlich viel, viel Spaß. Für mich jetzt erstmal eine Pause. Sonst wird es doch schon relativ eintönig. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.